Halb krank, aber mega motiviert geht's hier weiter bei Let's Replay Crash Bash. Wir machen weiter bei Pogo Painter, weil ich darauf einfach jetzt Bock hab und einfach das Gefühl habe, dass wir das jetzt als nächstes hinkriegen würden. Boah, Alter, mein Headset-Kabel, das verdreht sich immer weiter und es ist... Ich habe überhaupt keine Reach mehr, geht gar nicht. Ja, krank bin ich irgendwie immer noch nach anderthalb Wochen, aber... Mittlerweile habe ich zu viel Bock auf das Spiel und gerade 15 Minuten Infovideo aufgenommen und nicht das Gefühl gehabt, dass es allzu schlimm ist mit dem Husten. Und sollte ich es wieder warten, doch mal wieder müssen, dann werde ich versuchen, es rauszuschneiden. Kommt natürlich auch auf meine Kooperation an. Dankeschön, Crash. Ja, wie stark ich denn dann husten muss. Beziehungsweise wie oft. Wenn es jetzt wirklich, keine Ahnung, 10-mal im Video ist, dann habe ich da auch keinen Bock drauf, da jedes Mal jedes einzelne Ding rauszuschneiden. Das Problem ist, dass wenn ich das dann tue, es auch sehr laut ist und das sehr störend ist. Und ja, muss ich halt versuchen, dran zu denken. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Der Affe nervt mich schon wieder und unter den Bedingungen werde ich definitiv einige Male husten müssen, weil ich definitiv ein bisschen rumschreien muss. Mal schauen, mal schauen. Also Crash Bash ist quasi hier ein Belastungstest. Ein absoluter Belastungstest sowieso, weil... Ja, hier muss man schreien eigentlich. Und das ist in meiner Verfassung eigentlich nicht gut, aber... egal. Egal. Ich habe Bock auf das Spiel. Ist auch eher ein kleiner Test, als jetzt wirklich was richtig Ernsthaftes, wo ich mir denke, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall hier aufnehmen und... keine Ahnung, irgendwann. Rocken. Ich fühle mich noch nicht 100% perfekt, auf keinen Fall. Aber ich habe, wie gesagt, sau Bock auf das Spiel schon seit Tagen. Und jetzt habe ich halt auch wirklich so die Möglichkeit, es wirklich mal aufzunehmen. Und was mache ich denn da? Wieso hüpft er denn wieder da dran vorbei? Ja, Crash hatte auch wieder viel mehr noch, aber Coco ist... Also, es wäre ein Crash gescheitert, will ich sagen. Aber Coco hat mir wieder die Kiste weggeschnappt und irgendwie die Steuerung ist gerade kacke. Ja, schnappt mir wieder alles weg. Ja, also... Ich habe jetzt 3 Wochen nicht aufgenommen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mein neues Versagschwein benutze. Muss ich dran denken, das zu benutzen. Wirklich, weil... Ja. Es ist so lange her, ich bin schon wieder ganz aus der Mechanik raus. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich nicht direkt hier auf Anhieb irgendwie Produktivität geben oder sonst was. Also da werde ich eine Weile brauchen, um reinzukommen. Vor allem, weil wir hier sowieso schon mal gefailt haben. Also einfach ist das Level auf keinen Fall. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt noch schwierigere Sachen, denen wir uns stellen müssen. Und deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir jetzt einfach mal hier mit an, in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht mal langsam einen großen Schritt Richtung Komplettierung des ersten Warpums hinzaubern können. Es ist nicht ganz einfach, weil eben ziemliche Kacklevel hin. Also, Pogo Painter mache ich halt eigentlich nur ganz gerne. Es ist auch nicht so, dass ich Polar Panic nicht mag, aber... Ich habe es mittlerweile so oft schon versucht und es ist einfach, es funktioniert nicht. Punkt. Aber ich hätte die andere Kiste nehmen sollen und hätte kein anderer die bekommen. Auch mal die Gegner denken, was ist das denn schon wieder? Die fucken mir schon wieder ab, das gibt's nicht. Ja, der Affe holt sich jetzt die Kiste, wunderbar. Und ich kriege die wahrscheinlich auch nicht, doch die kriege ich. Bringt mir aber wahrscheinlich nichts mehr, weil Crash schon viel zu viel hat. Wenn er jetzt nichts mehr bekommt und ich noch, ja, das reicht auch nicht. Warum spiele ich das überhaupt nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe übrigens meinen tollen Abi-Pulli an. Abi oder nix? Na, ich bin nicht gut auf Abi und Mottowoche und sowas zu sprechen, weil das im Endeffekt der Auslöser meiner Krankheit war, weil ich zu viel draußen war und es zu kalt war und das ist nicht gut. Vielleicht war ich auch generell zu viel draußen. Das kann auch sein, weil ich nicht viel draußen bin normalerweise. Und dann wieder hier dieser tolle, böse Nachbar-Soundtrack hier. All die spielböse Nachbarn kennen, wissen Bescheid, warum ich das sage. Hat doch ziemlich Ähnlichkeit zu dem Soundtrack aus dem Spiel. Aber ich werde sowieso nochmal irgendwann Let's Playen, aber das... Ach, ich will das so viel noch machen. Naja, naja. Oh, ich hätte gedacht, ja gut, dann schießt der mich halt ab von der anderen Seite. Hat mich nur gewundert, dass der Rillerude oben weggelaufen ist. Ich dachte, der will mich abknallen. Was er im Normalfall auch will. Wahrscheinlich hat er mich einfach zu spät gesehen. Aber der hat ja sowieso wieder ein komfortables Polster. Na gut, das hat der Affe auch immer. Immer ein Fettsack. Ja. Ich sehe gerade überhaupt kein Land. Ich habe ja nicht mal irgendwann die erste Runde geschafft oder so. Sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, ich müsste mich mehr auf die Schuhe konzentrieren, glaube ich, in der Tat.
Jetzt habe ich mich auch mal auf die Schuhe konzentriert und hatte auch noch Glück dabei. Und warum? Ja. Das war wieder perfektes Teamwork der beiden. Der Affe hält mich auf. Die Nutte ballert mich ab. So stellt man sich das doch vor. Reicht das? Natürlich nicht. Der Affe hat natürlich wieder mehr. Crash hat auch noch mehr. Super. Ach, es ist sehr produktiv. Ich bin hier auch voll im Dunkeln. Ich dachte eigentlich, die Kameraeinstellungen wären in Ordnung, aber ich ändere das jetzt auch nicht mehr, weil warum? Bin ich halt ein bisschen im Dunkeln. Zur Not baller ich nochmal einen Aufhellungseffekt rein, mache ich eh nicht, weiß ich. Ach, es ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Wäre ich halt ein bisschen beschattet. Ja. Ja, schlechte Wortwitz habe ich nicht verlernt. Nutte. Ja, warum habe ich es überhaupt versucht? Ich weiß es nicht. Es war mehr als offensichtlich, dass ich die nicht kriegen kann. Der ballert mich jetzt ab gleich an. Tut er doch nicht. Aber ich! Ha! So. Pisser. Momentan führe ich sogar, ja. Aber es wird sich wahrscheinlich schnell ändern, weil der Affe gleich irgendwie Zeitraum mit Schuhe bekommt und dann war es das wieder. Oder vielleicht braucht er auch gar keine Schuhe. Ich weiß es nicht. Ja, ich bekomme aber Schuhe, das ist schön. Und nehmen wir noch gleich die zweiten mit. Also wieder Kistenrarität. Da oben ist wieder eine. Schön. Ah, der bekommt auch nochmal Schuhe. Ich wusste es doch. Jetzt wird er wahrscheinlich mich noch einholen, so wie ich den kenne. Nö, will er nicht. Will er nicht. Wird er nicht. Will wahrscheinlich schon. Wird aber nicht. So, hier, Nutte. Ich hätte gerne noch die Kiste. Kriege ich eh nicht mehr. Wofür auch? Diesmal haben wir tatsächlich genug, was mich wundert. Was fehlt uns sonst noch an Pogo? Sonst fehlt uns auf jeden Fall noch Pogo Gogo, weiß ich, und das war's. Also es fehlen uns nur 2 Pogo-Level. Was eigentlich ganz nice ist, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir Pogo Padlock schon fertig haben. Ja, Pogo Padlock und Pogo Gogo. Pogo Loco haben wir halt schon, und das ist ganz gut. Ich brauche die Schuhe. Jawohl. Nein! Da war ich naiv, ich habe nicht genau gesehen, dass der... Also, ja, ich habe zu spät gesehen, dass der Affe da ist. Das ist natürlich scheiße, um da hinzulaufen, weil ich dachte mir halt so von wegen, ja gut, da ist eine Kiste und warum sollte ich da nicht hinlaufen? Meine! Ja, jetzt habe ich dann auch später rausgefunden, warum ich da nicht hätte hinlaufen sollen. So, der kriegt die kriegt die, wunderbar, ich bin wieder im Arsch. Das war, glaube ich, schon wieder so ein bisschen Todesurteil, weil die jetzt ihre Schuhe haben und ich keine und irgendwie auch keinen mehr kriege und... Na, ist nicht so schön. Lauf doch eine weiter, Crash, dann kann ich dich wenigstens auch betäuben. Ja, Coco hat schon wieder viel zu viel dafür und kriegt auch noch Schuhe, meine diesmal hier. Vielleicht kriege ich ja jetzt hier ein bisschen Kisten-Action. Ja, das war kacke, aber ich musste dem die eigentlich wegschnappen. Also die Rakete musste ich ihm wegschnappen. Und wieso ist da schon der Crash und nimmt mir wieder die Kisten? Das ist doch kacke. Na, ich kann sowas von vergessen, natürlich. Was will ich hier noch machen? Ich habe keine Chance. Nutte! Mann! Das Spiel ist scheiße. Mann! Ja, das war schon wieder so Crash Bash. Ich habe keine Chance, er hängt da unten in der Ecke und der ballert mich trotzdem nochmal ab. Einfach aus purer Bosheit. Es ist herrlich. Ich bin zu Hause. Habe ich mich noch ein bisschen gerecht. So, der Affe kriegt auch noch eine, Coco kriegt auch noch eine. Leider nicht. Wie kann Coco überhaupt schon wieder so viel haben? Und der Affe hat auch schon wieder so viel. Ja, mein Gott. Ich habe gefühlt jede zweite Kiste weggeschnappt. Und irgendwie führen die trotzdem schon wieder. Denn natürlich wieder beide Paare mitnehmen und dann nicht. Gut. Ah, Mann, wieso kriege ich die denn nicht noch? Ja, natürlich! Und der kriegt natürlich auch direkt hinterher Schuhe, ist klar. Hat ja sonst keinen Glück. Ja, will mich nicht jeder noch einmal abballern, ihr habt auch eine Rakete. Ja, Rillaru, fehlt auch noch, komm, baller mich noch ab. Ist das Trio komplett. Und dafür macht das Crash noch einmal, wenn ich da gleich lang will. Aber ich muss da lang. Hm, er lässt mich in Ruhe. Sein Pech. Ja, natürlich steht er genau einen Meter ein Feld vor mir da und kann mich natürlich aus nächster Nähe abballern. Herrlich. Meine. Ist ja nicht so, als sind da nur die Schuhe. Nein, er ballert mich ja noch ab. Der Pisser. Reicht ja sonst nicht. An Bosheit.
Ja, die paar Kisten haben jetzt leider auch nicht mehr geholfen. Ja, vor allem, wenn Coco Nummer 16 kriegt. Hätte ich aber eine Kiste bekommen, wäre das vielleicht was anderes gewesen. Aber die hat ja sowieso wieder was bekommen. Und ich habe keine Ahnung, wie oft ich jetzt überhaupt hier gefehlt habe. Ich glaube, 3 Mal waren das jetzt. Ich vergesse es kontinuierlich. Weil es einfach nur unfair ist. Wahrscheinlich waren es jetzt 4 Mal und ich habe jetzt 1 Mal vergessen. Also natürlich neben dem 1 Mal, wo ich dran gedacht habe. Es ist unglaublich, echt. Also ich komme nicht drauf klar. Ich hatte auch nicht vor, wirklich lange aufzunehmen. 1 oder 2 Parts, aber... Naja, mal schauen. Ob ich mich überhaupt noch an den zweiten ranwage, weil gerade das ist einfach... Ach, ich habe keine Chance. Ich habe einfach keine Chance. Ist zwar ganz nett, dass Coco jetzt die Rakete da fallen lassen musste, aber... Auch nur auf Kosten der Schuhe, das ist auch nicht gut. Eine Kiste. Das sind ja ganz viele tolle Raketen, die ich aber einfach nicht haben will. Auch nicht als Notwehr. Ja, nee, ich wollte doch schon weg. Ich habe doch gesehen, dass die genau das machen will. Dafür kriege ich wenigstens die Kiste da unten. Zack. Fickfresse, ey. So. Sieht soweit ganz gut aus, aber irgendwo kommt eigentlich immer noch ein Affe her, der irgendwie ganz neureich ist und ganz viele Punkte bekommt. Und ich bin dann wieder im Arsch. Na, sicher ist es doch auf keinen Fall. Dafür ist es leider noch zu viel Zeit. Vor allem hat der Affe, wie gesagt, schon gleich viel zu viel gerade. Ja, ich würde auch einfach nur gerne eine Kiste bekommen und fertig. Ich bekomme die da oben. Ich bekomme die auch, ja. Weil der Affe einen Umweg läuft und deswegen ist mein Ding eigentlich gesichert. Ja, es ist gesichert. Und Coco ist sowieso zu dumm, um irgendwas zu tun. Deswegen, das ist doch wunderbar. So muss das sein. Aber es war gerade mal der zweite Sieg innerhalb von 12 Minuten. Okay, die Runde dauert auch 1,30, aber trotzdem ist das keine besonders geile Quote. Es ist eine Scheißquote. Aber die zweite Runde ist alles, erinnere ich mich gerne daran, dass der Alex das mal gesagt hat. Ich hoffe, das stimmt soweit und ich hoffe, dass ich dann nochmal tatsächlich die zweite Runde gewinne. Was durchaus sein könnte, aber es kann auch durchaus sein, dass das niemals passiert. Ja, was? Das muss ich gar nicht erst versuchen, da spare ich mir lieber doch den Schuss in den Arsch. Ja, da, das, ja, da, gut. Hätte ich mir auch ersparen können eigentlich. Oh, Schuhe, sehr gut. So, Coco laufe ich erst gar nicht, weil sonst kriege ich wieder direkt eine Rakete in die Fresse. Holen wir uns lieber die da oben, kriegen wir noch mehr Felder und direkt wieder Schuhe, hervorragend. Ich wollte auch ein... Scheiß Controller. Ja, ich bin gerade nicht so agil, was das angeht. Ja, Coco, hol dir den, halt dich noch die Kiste, das ist gut. Ja, ich habe natürlich nicht das Glück und treffe den noch, ne? Natürlich nicht. Wäre halt so einfach. Ach, das ist so spannend. Leider bekomme ich jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich habe ihn getroffen, das ist cool. Das ist cool. Aber es gibt auch noch genug andere Konkurrenz und der Affe hat schon wieder viel zu viel. Oh, da hat er mir geholfen, glaube ich. Ja gut, der kriegt aber trotzdem noch... Ja, super. Ach. Es gab wieder zu viel Pech auf meiner Seite. Hätte ich wenigstens noch die... Mann! Ich hab die doch später... Mann! Ich hab die doch später eingesammelt. Das ist frech, eine Frechheit. Der hat mich doch schon längst abgetroffen vorher. Du Bastard! Ja, und dann hüpfe ich wieder in die falsche Richtung und na, immerhin hilft mir Coco. Ach, es ist doch nicht wahr. Und ich habe schon wieder vergessen, was reinzuwerfen. Ach, ich schmeiß jetzt einfach direkt wieder 2 rein, weil ich glaube, ich... Ja, einmal habe ich mindestens mal wieder vergessen, wo ich gefailt habe, wo ich die zweite Runde erledigt hatte. Die erste Runde. Das ist einfach zu lange her, glaube ich, dass ich hier gespielt habe. Deswegen weiß ich es einfach nicht mehr, dass ich da was reinschmeißen muss. Ist ja nicht oft genug passiert oder so, ne? Aber... Ja, super. Und es bringt mir im Endeffekt trotzdem nichts. So, einfach aus Rache. Dafür wird mich Coco jetzt abballern, aus Rache. Na, sie ist zu blöd, sehr gut. Sowas erwarte ich von meiner Blondie. Ich hab noch danach rechts, Mann. Ach, dummes Ding. Wie soll ich denn dann Rillaru treffen? Wie soll ich denn eine Kiste bekommen? Ja, und die ist auch weg. Und Coco ballert mich noch ab, herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Ah, Mann. Immerhin habe ich wieder wenig zu tun beim Cutten. Ich habe jetzt auch nicht vor, das Level zu wechseln, sondern... Ja, baller mich doch ab, Wichser. Als hätte ich noch eine Chance, ne?
In der Theorie ja, sieht doch gar nicht so kacke aus, aber in der letzten Zeit ist dann eh wieder irgendwer kriegt dann immer noch eine tolle fette Kiste und dann war es das wieder für mich. Und das ist die Coco-Kiste gewesen darum. Der lässt mich, der Wichser! Mann! Ich hätte das so geschafft, wenn der Wichser mich nie abgeballert hätte. Ist auch lächerlich, dass Coco wieder genau in dem Moment hat er natürlich noch eine Kiste erwischt. Ach, es ist lächerlich. Mann, ich hasse dieses Spiel. Das ist so kacke. Oh ja, und der klaut mir wieder meine letzten Felder. Was soll das denn? Ja, wieso kannst du nicht Crash abballern? Der war eine Etage höher. Nein, er wollte natürlich genau mich haben. Wen auch sonst? Boah, so eine Hackfresse. Ja, nee, ich laufe da erst gar nicht hin, weil der ballert mich eh wieder ab. Du Motherfucker. Ist mir scheißegal, dass ich die Kiste nicht bekomme, aber Hauptsache du hast sie nicht bekommen. Ich hätte gerne die Schule. Nein, 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 nein. Ah, Mann! Ja, und dann ballert er mich wieder ab und ich habe eh keine Chance. Mir hat schon wieder 60, der Affe. Wie macht er das immer? Einfach aus Prinzip. Ja, und die schnappt sich wieder die Kiste. Ja, es ist doch herrlich. Ich liebe das Spiel. Es ist toll. Wie kann man hier einen Speedrun machen, Alter? Ernsthaft? Ist doch einfach nur krank, die Scheiße. Wie viel Glück man hier haben muss. Jedes verfickte Spiel kann man trainieren, aber das hier nicht. Da kann man keinen Speedrun zu machen, ganz ehrlich. Da muss man viel zu viel Glück haben, dass alles passt. Natürlich gibt es gewisse Tricks. Vor allem in, keine Ahnung, sowas wie Swam Fox oder Jungle Fox durchaus. Aber hier kannst du, das ist einfach nur Glück, da kannst du nichts machen. Man muss einfach nur Glück haben, dass du immer direkt die Schuhe vor deine Fresse kriegst. Du musst Glück haben, dass die anderen einfach mal nett sind, beziehungsweise dass es da einen richtigen, nein, eben, dass es nicht einen richtigen Champ gibt, sondern dass das alles relativ ausgeglichen ist. Irgendwie so hast du da eine Chance, aber es muss dreimal hintereinander der Fall sein. Und das ist meistens nicht der Fall. Und der hat doch nicht mal eine Rakete. Ich hab das überhaupt nicht gesehen, dass er eine Rakete hat. Das ist schon wieder unfair. Meine Fresse. Vielleicht direkt vor mir die nächsten Schlappen hier. Natürlich nicht. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Genau, da hören wir natürlich die Schuhe hier auf. Und ich bin wieder langsam und der trifft mich wieder. Als hätte er so eine Bannmeile neben sich, um sich herum, das die genau besagt von wegen, ja hier, wenn der in deine Reichweite kommt, dann werden die Schlappen auf jeden Fall direkt hier ihre Wirkung verlieren und er kann nicht treffen. Erinnere mich ein bisschen an Nelson aus den Simpsons, der Rillaru. Oh, wie provozierend das wäre, wenn der jetzt die ganze Zeit noch so haha sagen würde, wenn er einen trifft. Boah, ey, da würde ich ihm richtig in die Fresse schlagen, Alter. Also meinem Fernseher dann dementsprechend leider. Was es mir dann eigentlich wieder nicht wert wäre. Na, der führt schon wieder vor mir, super. Und ich kriege und natürlich wieder keine Kiste. Kann es auch anders sein. Ja, und da ist eine Kiste, Wahnsinn. Das könnte, ja doch, das reicht jetzt. Das reicht. Ja, obwohl, na, der ist ja da schon wieder in der Nähe der Kiste da. Kriegt 13, hat er dann natürlich genau ausgeglichen. Coco trifft mich zum Glück nicht, das heißt, ich kann doch noch hier gewinnen. Das ist der Wahnsinn. Was für eine Runde, ey. Was für eine Runde. Meine Fresse. Im Endeffekt sind es genau solche Situationen, die, auf die man einfach angewiesen ist, dass es in der letzten Sekunde dann doch noch irgendwie klappt. Leider ist es meistens für den Gegner so. Und natürlich ballert mich Coco da wieder ab und hilft dem Affen. Wie kann es denn anders sein? Wieso springt er nicht einmal so, wie es logisch wäre? Na gut, so war es auch durchaus logisch. Trotzdem, er kann mir doch mal einen Gefallen tun. Bin gerade eigentlich nur dem Affen ausgewichen. Ja, kann ich vielleicht hier mal irgendwie was Tolles bekommen? Eine Kiste oder vor allem Schuhe wäre ganz geil. Die kriege ich eh nicht. Warum laufe ich da überhaupt hin? In der Hoffnung, dass... Ja, natürlich. Ich schieße eine Rakete, die geht ins Nichts und der holt sich meine Schlappen! Ha, dieses scheiß Geschwisterpaar. Wie kann man auch so asozial zusammenarbeiten? Das ist... Ach. Dreckig ist das. Ja, die kriege ich eh niemals. Da laufe ich auch erst gar nicht hin. Da kann der Crash von mir aus gerne haben. Na, nicht so gerne eigentlich, aber der Affe ist sowieso wieder hier krank dabei. Ja, das war so gar nicht geplant. Das war gar nicht so geplant, nur der Affe stand wieder im Weg, der Fettsack. Der große Motherfucker. Nein, nein, Affe, nein. Aus Prinzip nicht, ich habe keine Chance mehr gegen dich, aber aus Prinzip nicht. Ja, war klar, dass Coco genau das wollte. Du konzentrierst dich nicht primär auf die Kiste, nein, sondern auf mich.
darf ja auf keinen Fall irgendwie in irgendeiner Weise bedrohlich Gefahr wirken. Kacke. Ne? Vor allem ist sie auch nicht mehr konkurrenzfähig irgendwie so. Ach, es ist schrecklich. Es gibt's doch nicht. Ich habe mal dran gedacht, was reinzuwerfen. Super. Ich will jetzt so lange spielen, bis ich das schaffe, Alter. Das gibt's doch nicht. Leider ist der Spieler viel zu betrügerisch, als dass man das dann tatsächlich irgendwann mal schaffen würde. Laufen wir lieber mal nach oben. Basalt treffen mich alle nicht, das ist super. Meine! Der Affe trifft mich gleich wieder mit seiner. Ich sehe es schon. Natürlich, natürlich. Dann machen sie es halt so. Ja, und der hat natürlich wieder genau das Glück und kriegt die scheiß Schuhe direkt vor seine Füße. Es ist so lächerlich. Ach man, da will ich einmal hier irgendwie den effektiv aufhalten. Natürlich kommt es genau anders als erwartet. Weil noch ein zweites Paar Schuhe spawnen. Ist das nicht zufällig witzig so? Es ist toll. Wow, da hat der Affe aber ein bisschen daneben jetzt hier, glaube ich. Der wollte auch sicherlich mich treffen und nicht Coco oder so. Oder wen auch immer er jetzt getroffen hat. Vielleicht hat er auch Crash getroffen. Ist ja auch völlig egal. Ich habe sowieso keine Chance. Trotzdem. Trotz der Gnade des Affen. Weil ich nicht ganz plötzlich einfach mal 50 Fälle hier geschenkt bekomme. Auf Umwegen natürlich. Mit irgendwie Schuhen und Raketen und sonst was. Weil ich natürlich keine Kiste direkt vor meiner Nase spawnt, sondern wieder am anderen Ende der Welt. Ach nee, tue ich das. Ernsthaft. Meine Fresse, können wir hier schon wieder 1000 Münzen aussehen? Es waren leider gerade echt 1000 Münzen hier. Ja. Dafür werde ich niemals gebrauchen in dieser Aufnahme. So, einfach nur aus Prinzip, weil ich wusste, dass er mich sowieso abballern wird. Und dass er damit auch noch trifft. Warum Coco auch immer nicht getroffen hat, weiß ich nicht. Na gut, dann holen wir uns mal die Kiste, würde ich sagen. Aber man springt doch einmal so, wie man es denkt. Wieso machst du das nicht? Weil du Kacke bist. Weil du mich linken willst. Ich hätte die Schuhe holen sollen, nicht die scheiß Kiste. Meine Fresse. Ich lerne es aber auch nicht. Ich hasse es. Das fuckt mega ab hier. Immer husten zu müssen. Und das Spiel hasse ich auch, ja. Boah, komm schon. Irgendwie hier unten jetzt mal was. Oh, es sieht aber eigentlich ganz geil aus gerade. Ja, super. Der Pfeil war wieder völlig für den Arsch. Ich werde jetzt halt wieder so zugedröhnt mit den von den Gegnern, wette ich mit euch, dass ich im Endeffekt doch nicht erster werde dieser Runde. Ist dann schon dezent abfuckt. Beziehungsweise ich kriege einfach keine Kiste mehr, obwohl ich viele Felder habe. Ah, ich habe die Kiste immerhin noch bekommen. Aber der Affe holt sich bestimmt noch richtigen Jackpot hier. Nö, tut er nicht. Das war's. Also wenn jetzt noch einer hier gefährlich wird, dann ist das einfach nur Betrug. Der Affe wird auch noch gefährlich. Das ist das Bittere. Aber der kommt nicht mehr schnell genug an die Kiste ran und ich kriege sie sogar noch. Und damit haben wir wieder eine Runde geschafft. Das ist das dritte Mal innerhalb von 23 Minuten. Mittlerweile fast 24. Das ist herrlich. Das ist ja so saumotivierend, ne? Ich hätte einfach... Ja, der Crash wäre eh schneller da gewesen. Obwohl wir gleichzeitig gestartet wären. Er wäre schneller da gewesen. Das ist einfach so. Der holt sich die Schuhe, Wahnsinn. Immerhin kann er mich währenddessen nicht ab... Na. Das war's dann wieder mit dem nicht abschießen. Der ist ja schon fast so vorprogrammiert, dass er einfach immer eine Rakete bekommt. Das einfach nur um abzufacken. Egal, ob er jetzt Schuhe hat oder nicht. Ja gut, eigentlich. Also wenn er darauf ausgelegt ist, dass er erster wird, dann kriegt er auch genug Schuhe. Aber in der Regel, wenn das eben nicht ist, dann kriegt er einfach nur eine Rakete, um abzufacken. Ja gut, jetzt habe ich die... Kiste verpasst, aber dafür habe ich Rilla Ruhe abgeballert. Ich weiß ja nicht, was da besser ist. Ist zumindest ganz schön, dass ich ihn abgeballert habe. Ja, der ballert. Ja, das war wieder dumm. Ja, ich laufe da noch einfach dumm. Weil ich dann einfach reinlaufe, auch wenn ich eigentlich genau sehe, dass ich auf jeden Fall eine Rakete in die Fresse bekomme. Ja, Coco ballert mich gleich wahrscheinlich wieder ab. Man muss sich einfach auch an die Gegner orientieren, das ist leider so. Ja, natürlich ballt er mich. Aber ich habe eine Kiste bekommen. Und da oben bekomme ich jetzt Schuhe, wenn der mich nicht direkt abballert.
was der Fall war. Also er hat mich nicht abgeballert, das ist schön. Aber ich bräuchte auch mal eine Kiste. Ja, ich habe doch schon wieder gar keine Chance mehr. Wieso ist es schon wieder so spät? Lass mich doch wenigstens die... Mann! Ja, und jetzt hat er auch noch eine 10er-Kiste da unten bekommen und ich bin wieder im Arsch. Es ist so typisch. Weil der Crash mich im Endeffekt wieder abgeballert hat, das war eigentlich nur das Zünglein an der Waage. Und für den Affen war wieder der Weg frei. Herrlich. So muss das doch laufen. Ich liebe es. Man hat doch einfach keine Chance. Das ist einfach vorherberechnet. Man hat keine Chance. Im Schicksal kann man nicht entkommen. Ja, es ist auch schon ein Schicksal hier, dass man hier einfach nichts, dass man einfach nichts gebacken kriegt. Natürlich, da konzentrieren wir uns einmal auf den Affen, dass der da unten läuft mit seiner Rakete und dann schießt irgendein anderer Affe einen ab. Herrlich, ich liebe es. Ich hab doch gedrückt! Mann! Du, einmal das falsche Sach, Junge! Gibt's doch nicht! Ich habe das Gefühl, die haben alle an mir geschossen, aber keiner hat getroffen. Wenn dem so wäre, wäre das toll. Aber Coco trifft mich natürlich im Endeffekt trotzdem. Ja, und ich hüpfe einfach nicht zur Kiste, weil ich denke, dass sie die sowieso holt. Und natürlich holt sie die gerade mal in dem Moment nicht. Ich kriege die Schuhe eh nicht. Na, Crash, verkackt. Das ist schön. Dann kriege ich halt doch die Schuhe. Die Runde mag ich sogar noch gewinnen. Ja, die werde ich auch gewinnen. Aber ja, was bringt das für die nächste Runde? Gar nichts. Kann man nicht den Überschuss quasi direkt als Startkapital mitnehmen, wenn ich jetzt mit 100 zu 70 gewinne, dass ich dann direkt mit 30 starte, das fände ich ganz geil. Weil so hätte ich vielleicht mal eine Chance. Vielleicht. Kommt drauf an, danach kann ich natürlich trotzdem wieder gar nichts kriegen und dann bin ich trotzdem im Arsch mit meinem 30 Startkapital. Aber ich hole mir zumindest mal die Kiste und bin dann schon mal ein Stück weiter. Natürlich kriegt der dann wieder ganz 30 Schuhe vor die Fresse gelegt, das ist herrlich. Und der wird mich abballern? Nee, der wird mich nicht abballern, weil Coco dazwischen ist, mehr oder weniger. Ich brauch die Schuhe, ich brauch die Schuhe, ich krieg die Schuhe nicht. Aber ich werde auch nicht abgeballert von Coco, was mich wundert. Und ich krieg Schuhe. Ne, da laufe ich jetzt nicht hin, da ist Rillaroo mit seiner Rakete. Ich glaube, der war gerade ein bisschen gnädig, habe ich das Gefühl. Da habe ich halt die Kiste jetzt zu spät gesehen, das war schade. Vielleicht kriege ich die, ja, da unten, die kriege ich auf jeden Fall. Sehr gut. Einfach nur aus Prinzip. Weil es auch gerade noch mein härtester Konkurrent ist. Super. Ha, super. Das läuft gerade schon mal. Das war dumm. Nein, das war nicht dumm. Da muss ich sofort weg. Das hat auch super geklappt. Oh, das sieht super aus gerade. Das sieht super aus. Das sieht hervorragend aus. Das kann ich mir nicht mehr wegnehmen lassen. Das geht nicht. Also wenn mich da jetzt noch einer einholt, dann ist er einfach nur Psycho. Nicht, dass ich natürlich nicht da versuche, Punkte zu holen, aber das ist gerade, glaube ich, auch nicht möglich. Crash hat noch 88 bekommen. Das ist kritisch gewesen, aber es hat gepasst. Komm, es ist das Ende eines Parts. Also wenn wir das jetzt hier rocken, wäre das echt wieder sehr schön. Das würde ich sehr begrüßen. Und ich kriege direkt wieder eine... Oh mein Gott. Das ist super. Ich habe eine Kiste bekommen und vor allem auch direkt Schuhe. Die kriege ich vielleicht auch noch. Ja, die kriege ich noch. Ja, der Affe hat mich gegangen. Scheiße. Auf den habe ich jetzt nicht geachtet. Ich brauche jetzt diese Schuhe. Wäre auch echt schön gewesen, wenn ich die länger gehabt hätte. Aber immerhin hat auch kein anderer die bekommen. Was auch schon mal ganz geil ist. Nicht hinterherrennen, Junge. Das ist schädlich. Das ist aber auch schädlich, dass ich gerade keine Kiste bekomme. Aber da bekomme ich eine. Schuhe irgendwo. Für mich am besten. Ah, in der Mitte des Spielfeldes, ja, und Coco ist. Ja, hervorragend. Das sind meine, das sind meine. Vielleicht die Fahrkarte in eine bessere Welt, ich weiß es nicht. Ja, nein, nicht Coco. Das war schrecklich. Das kann mir alles versaut haben. Aber der Affe nimmt meine Schuhe nicht mit. Kann mir wieder was gerettet haben.
Wenn ich ja mal eine Kiste bekommen würde. Ah, nee, ich bin da schon wieder viel zu weit weg. Coco hat schon wieder viel zu viel. Wie auch immer die schon wieder so viel hat. Ach, es ist doch zum Kotzen, Mann. Es war... Ach, Mann! Ich habe mal 2 Runden gewonnen. Das ist doch lächerlich. Und der Anfang war auch ganz gut hier. Dann haben die wieder alle irgendwie irgendwo richtig fett Punkte bekommen. Ich hasse das. Ich hasse das. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Tschüss.